Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 86 des Box-Podcasts. Heute in der Runde der Malte, der Jan und der Imano. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Und den Tommy nicht vergessen. Ja, mein Name ist der Tommy, genau. Dann fangen wir gleich an mit dem Rückblick von gestern Abend von der Sauerland-Veranstaltung in Halle, Westfalen. Der Hauptkampf Marco Huck gegen Laghetti. Die Cruisergewichts-WM, das Version ist der WBO. Der Kampf ging über die volle Distanz von 12 Runden und endete in einer UD für Marco Huck. Manche streiten sich noch drüber, ob es ein K.O. letztendlich war am Schluss oder eine Punkteentscheidung. Marco Huck war jetzt nicht so dominant, wie man es erwartet hat, oder Malte? Naja, also ich fand schon die ersten Runden recht kontrolliert. Also es schien so, dass er sehr schnell gemerkt hat, dass, also, und er wusste es glaube ich auch vorher, dass der Laghetti ihm nicht so wirklich würde gefährlich werden können. Vielleicht hat er ihn tatsächlich ein bisschen unterschätzt und gedacht, dass es leichter wird, ihn auszunocken, wenn er dann wirklich ernst macht. Also ich hatte das Gefühl, dass er die ersten Runden wirklich sehr ruhig angegangen ist, aber bewusst ruhig, um dann nicht zu schnell auf den Knock zu gehen, damit nicht alle sagen, oh, war das ein starker Gegner. Und ich glaube, dann hinterher hat es ihn schon überrascht, dass der die doch harten Dinger auch genommen hat und einfach weitergemacht hat. Also das war ja das, was irgendwie uns alle so ein bisschen überrascht hat und was wovon man nicht ausgehen konnte, weil der Laghetti vorher ja sehr, sehr ungetestet war, dass der einfach nicht umfallen wollte. Und das ist natürlich was, wo man dann auch, ich glaube, wo auch Marco Huck sich dann natürlich während des Kampfes überlegt, warte mal, ich kann doch eigentlich hauen und eigentlich ist das so, wenn ich einen Sprint anziehe, dass die Leute dann umfallen, warum macht er das nicht? Und das ist dann, glaube ich, der Grund dafür, dass er einfach in diesen Mittelrunden so ein bisschen ins Nachdenken kam und plötzlich haute Laghetti auch zurück und so, und dann gibt er halt ein paar Runden ab, aber wirklich gefährdet war es jetzt ja zu keinem Zeitpunkt. Ich meine, das konnte man gegen den Gegner vielleicht auch nicht erwarten. Dass Laghetti über die Runden kommt, dann ist für den natürlich ein Achtungserfolg. Auf der anderen Seite, ja, wie du schon sagst, also dieser letzte Spurt dann, bei dem er wirklich zu Boden geht, nachdem wäre er halt auch so nicht wieder aufgestanden, wenn der Schlag jetzt wirklich vor der Glocke gekommen wäre. Ich weiß es nicht genau. Für mich sah es auch so aus, dass man eigentlich auch den K.O. hätte geben können, aber wie dem auch sei, ungefährdet war es letzten Endes, wie gegen so einen Gegner zu erwarten war. Wie geht es deiner Meinung nach weiter für Huck? Ich meine, die Bild-Zeitung, die titelt ja schon jetzt von Klitschko. Ja, also ich glaube, das Erste, was man bedenken muss, ist, dass Sauerland, glaube ich, nur noch, wenn ich richtig informiert bin, nur noch zwei ARD-Termine hat in diesem Jahr. Das eine wird natürlich Abraham sein in Kiel und das andere sollte nochmal Bremer sein. Das heißt, es gibt einfach gar keinen Termin mehr für Huck bei der ARD live. Und das ist natürlich der Grund, weswegen Sauerland ja auch im Vorfeld schon sehr aktiv davon gesprochen hat, dass Huck seinen nächsten Kampf in den USA bestreiten würde. Da fand ich ganz interessant, dass es hieß, nächster Kampf in den USA, entweder eine Vereinigung oder ein Schwergewichtskampf. Wenn man jetzt mal überlegt, wer die anderen Weltmeister sind, ist interessant, dass man in die USA für eine Vereinigung geht, oder? Also ich meine, wir haben irgendwie nur andere Weltmeister, die auch hier in Europa beheimatet sind, aber trotzdem soll es in die USA gehen. Und hat natürlich Vodacek, der da als Name gehandelt wird, schon auch in Amerika geboxt und als Pole in Chicago kann man natürlich auch was machen. Und man weiß auch, dass tatsächlich das amerikanische Fernsehen, das HBO, auch Interesse an Huck hätte. Insofern ließe sich so ein Kampf da drüben wahrscheinlich als Vereinigung sogar auch finanzieren. Fände ich sehr interessant, weil ich Vodacek für verdammt stark halte und den gesehen habe gegen Shakiev und immer noch beeindruckt bin. Also ich glaube, das wäre wirklich ein HBO-würdiger Kampf oder kann es werden. Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch, gäbe es noch andere gute Namen im Cruisergewicht und gute Herausforderungen. Aber ja, also ich denke, es macht schon Sinn, diesen Schritt nach Amerika rüber zu machen, wenn man die Chance dazu hat. Ein Schwergewicht in Amerika sehe ich eigentlich nicht. Ich meine, was soll das auch? Also der Kampf, den Marco im Schwergewicht will, wäre dann, wenn der Versuch gegen Vladimir, auch wenn ich glaube, dass er das besser nicht machen sollte. Aber ja, ich sehe halt schon diesen Schritt in die USA als eine Möglichkeit an. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, und die sollte man nicht unterschätzen, dass Herr Huck eben keinen neuen Vertrag mit Sauerland unterschreibt, denn der läuft mit Ende diesen Jahres aus, und dass er eventuell dann vielleicht
mit kleinem Fragezeichen als Sturm-Nachfolger bei Sat.1 dann das Zugpferd wird und hier in Deutschland immer seine eigenen Sachen macht, ganz ohne Sauerland. Auch das halte ich für durchaus möglich. Emanu, welche Variante würdest du denn am liebsten sehen von Marco? Schwergewicht oder weiter Cruisergewicht oder in Bezug auf Sat.1 und Sauerland? Auf rein sportlicher Ebene. Ja, ich denke, er hat jetzt wirklich 13 Mal seinen Titel im Cruisergewicht verteidigt. Das ist ja, glaube ich, Rekord, wie ich gestern vernommen habe. Und ja, ich denke, er hat sich ziemlich vielen Gegnern gestellt, fast allen. Sicherlich gibt es ja noch einige, die man kämpfen könnte. Rodacci, klar, ist natürlich, wie gerade schon angesprochen, auf jeden Fall noch ein Gegner, den er nicht im Rekord hat und der bestimmt sehr, sehr spannend wäre. Das ist richtig. Vielleicht könnte man so ein Ding noch machen. Und spätestens dann ist aber wirklich, sofern es erfolgreich läuft, muss ich natürlich auch sagen, an der Zeit dann vielleicht ins Schwergewicht zu gehen. Natürlich ist es die Frage, ob das für Hook das Beste wäre. Ich denke, dass man das ja sowohl als auch betrachten kann. Also er hat sich natürlich im Schwergewicht schon mal mit Povetkin gemessen. Das war relativ erfolgreich. Das hätte, denke ich, keiner vorausgesehen oder vorher gesagt, dass Herr Povetkin so einen guten Kampf macht oder abliefert, den er ja gut, bei vielen, sage ich mal, gewonnen hat. Auf dem Papier allerdings nicht. Und dementsprechend, ja gut, er hat sich, wie gesagt, schon im Schwergewicht bewiesen. Und von daher wüsste ich nicht, was dagegen spricht, auch wieder ins Schwergewicht zurückzukehren. Zumal es für ihn persönlich natürlich um einiges mehr an Geld einbringt, weil ich denke schon, dass er mit etwas geschicktem Matchmaking gegen einen Klitschko boxen kann. Und da verdient er wahrscheinlich in dem Kampf gegen Klitschko mehr als in 10 Cruisergewicht Titelverteidigungen, die er anstrebt. Und von daher, ja, wird sich das auf jeden Fall finanziell für ihn lohnen. Und ich denke, das Projekt Hook im Schwergewicht wäre auf jeden Fall relativ spannend zu verfolgen. Ich bin natürlich auch persönlich der Meinung, dass er gegen den Klitschko zu einem ziemlich hohen Prozentsatz nicht erfolgreich wäre. Allerdings verspricht Hook immer relativ actionreiche Fights zu machen und ich sag mal, so im Cruisergewicht hat er jetzt auch lang genug geboxt und was soll er jetzt noch großartig kommen? Wie gesagt, Vlodacic, klar, ist eine Option. Wäre spannend, wäre cool. War aber keine einzige Vereinigung dabei im Cruisergewicht, ne? Ist richtig, sowas kann man natürlich anstreben, wie gesagt. Ist möglich, nur wie gesagt, aus finanzieller Sicht für Hook würde ich, wie gesagt, das Schwergewicht bevorzugen. Ich sag mal so, selbst wenn er da verlieren sollte, dann irgendwann mal gegen den Klitschko oder so, ja gut, dann verliert er halt, hat aber relativ viel Geld verdient und könnte dann auch, wenn er merkt, okay, er hat hier keine Chance, wieder runtergehen ins Cruiser. Also ich denke, da ist ja, wie gesagt, der Weg nie zu spät. Wenn wir aber das Problem ist, wer finanziert ist. Ja gut, da muss man abwarten, klar. Das haben wir ja gerade auch schon besprochen. Bleibt er jetzt bei Sauerland oder gibt es eine One-Man-Show mehr oder weniger? Das ist natürlich nicht absehbar. Klar, muss man dann schauen, wie es oder was sich ergibt. Ich würde übrigens das Finanzielle nicht überschätzen. Also ein Klitschko-Kampf bringt Marco Hook nicht garantiert mehr Geld ein als das, was er jetzt mit Sauerland bei der AD verdient hat. Das würde ich so nicht unterschreiben, denn ich weiß, wie die Klitschkos verhandeln, wenn es um freiwillige Titelverteidigung geht. Ich weiß, wie lang der Weg ist, bis man zu einer Pflicht kommt. Und auch wenn man bei der Pflicht dann ist, bis man dann im Purse-Bit ist und dann wirklich hingeht und das Ding versteigert wird, das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und das ist nicht gesagt, dass da am Ende mehr Geld rauskommt für den Boxer als bei dem, was Hook jetzt bisher verdient hat. Denn der war schon sehr, sehr gut gestellt, natürlich besonders in den letzten Jahren, weil er ja der sozusagen also einer der wenigen verbliebenen Helden war, die sie hatten. Okay, also nach meinen Informationen, jetzt die ich habe, verdient er zwischen 50 und 100.000 Euro pro Kampf, ist es richtig? Das ist natürlich vollkommen hanebüchen. Nee, das ist Quatsch. Also ich glaube, Die Bild hat sogar jetzt geschrieben, dass er für den Kampf gegen Laghetti 500.000 bekommen hat und wenn er die ausgezahlt bekommt, dann da musst du erst hinkommen gegen Klitschko. Okay, dann sind meine Informationen da falsch. Ja. Gut. Ja. Das ist, also das ist einfach der Nulle gefällt hinten. Genau. Ja, oder so, genau. Also zu einer 500.000 Euro ausgezahlt an Boxer muss man eben auch bei einem Klitschko-Kampf erst kommen, denn da will ja dann auch der Promoter mitverdienen, der Manager mitverdienen, alle wollen mitverdienen und wie gesagt, die Klitschkos für eine Freiwillige geben sehr, sehr wenig Geld aus und bei der Pflicht versuchen sie natürlich auch, die Gegner klein zu halten.
Ja, wie gesagt, wenn die halbe Million jetzt wirklich stimmen sollte, dann würde ich Hook auf jeden Fall davon abraten, ins Schwergewicht zu gehen, auf jeden Fall. Weil das ist völliger Quatsch. Ich meine, in Cruiser wird er so ziemlich alles schlagen, wie gesagt, außer, naja, klar, die Leute, die man in der Titelvereinigung vielleicht ihm entgegenstellt, das ist dann schon etwas schwieriger, auf jeden Fall. Aber klar, warum soll er dieses Risiko im Schwergewicht gehen, wenn er im Cruiser dann auch auf dieser Basis verdienen kann? Gut, also wie gesagt, wenn die Daten jetzt da stimmen, dann würde ich dann das nicht sehen wollen. Also das heißt, sehen wollen schon, so von den Matchmakings sehr im Schwergewicht bestimmt interessant, aber jetzt für Hook persönlich würde ich es dann besser lassen. Wo wir gerade bei Börsen sind, was verdienen denn die Klitschkos bei einer freiwilligen Titelverteidigung? Wenn jetzt Wladimir zum Beispiel gegen Pianeta kämpft, was streicht Wladimir ein? Naja, das kann man ja nur schätzen und ja, nicht wissen, weil man die Steuererklärung nicht kennt von den Klitschkos, aber dass es ja ihre eigene Firma ist, können sie mal hin und her schieben von einer Tasche in die andere. Aber also es geht ja das Gerücht, dass RTL so bei 3,5 Millionen zahlt in Euro für so einen Abend. Dazu kommt internationale Vermarktung, dazu kommen Sponsoring-Einnahmen, dazu kommen Ticketing-Einnahmen. Also geh mal davon aus, dass wenn so ein Klitschko boxt, dass der schon, der wird nicht. Bei einem normalen Kampf, der hier in Deutschland stattfindet, wird, glaube ich, Wladimir nicht achtstellig, also keinen zweistelligen Millionenbetrag unterm Strich haben, aber er wird nicht zu weit davon weg sein. Also ich glaube, dass die bei so eigenen Abenden selber für sich 5, 6, 7 Millionen in Euro haben, was natürlich sehr, sehr ordentlich ist und was so kein anderer verdienen kann in Deutschland, aber ja, wo Herr Mayweather sagt, dafür mache ich nicht mal Schattenboxen eine Runde. Jan, auch an dich die Frage. Sportlichen Aspekt von Marco Hook, was wäre für dich am liebsten? Würdest du eine Vereinigung im Cruisergewicht ganz sehen oder würdest du auch sagen, hey, ab ins Schwergewicht, würde mich mehr interessieren? Ja, ich denke, wir haben doch im Cruisergewicht noch einige gute Namen mit den Titeln, die für eine Vereinigung einfach wichtig wären. Und also ich würde irgendwann gerne den Kampf gegen Hernandez sehen. Und ich auch. Und die zwei anderen würde ich auch gerne sehen. Und ich glaube, dass Hook da auch gewinnen würde bei all diesen Kämpfen. Aber ich würde das halt sehen und ich glaube, ein Aufstieg ins Schwergewicht, der wird halt irgendwann so enden, dass er dann möglicherweise den, ich schätze jetzt mal, den WBA normalen Titel bekommen könnte und dann irgendwie mit Klitschko vereinigen wird und dann halt verlieren wird. Und da ist er halt wie jeder andere, also für einen Schwergewichter ist er ja nicht besonders groß mit 1,88 und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich ihn da unbedingt sehen muss im Schwergewicht. Ich finde, da gibt es im Moment einige andere Leute, die wirklich spannend sind und ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich gegen einen Bermain Stubern wirklich eine Chance hätte. Das kann ich ganz schwierig einschätzen. Er hat sich zwar gegen Povetkin gut geschlagen damals, aber das war halt auch aus meiner Sicht alles. Ich glaube, er sollte erstmal noch im Cruisergewicht weiter verteidigen. Mit dem Cruisergewicht kann man in Deutschland auch noch Geld verdienen. Und das Thema mit in die USA zu gehen, und dann müsste er halt wirklich ins Schwergewicht aufsteigen, weil das Cruisergewicht dort definitiv tot ist. Ja, also mit der Leistung von gestern wird er wahrscheinlich im Schwergewicht gegen die Top 10 auch nicht viel Land sehen. Ne? Ich meine so, wie es gestern eingeschlagen hat beim Laghetti, ich denke, da hat er auch bestimmt, ja, ich weiß nicht, so an die 20 Volltreffer genommen, ne, im Laufe des Kampfes. So, wenn die halt vom Mann wie Stiverne oder was weiß ich, Klitschko oder Wilder oder wer auch immer da in den Top 10 steht momentan, die haben alle ein bisschen Power und ich weiß nicht, ob Hook die Dinger dann nehmen kann. Also da setze ich auch mal ein Fragezeichen dahinter. Okay. Wer denn eurer Meinung nach eine andere Sender in Deutschland für Hook eine Alternative? Oder wird sie da für Hook noch was anbieten? Oder denkt ihr, dass man den dann im deutschen Raum Eftel D-Max nicht mehr bewundern kann? Denn ja. ARD und Sauerland wird ja Ende des Jahres getrennte Wege gehen. Also da wird sich nichts mehr dran rütteln lassen, wie es aussieht. Denn es sind halt einfach mit Markus Nader, der im Übrigen seine Profikarriere beendet hat, mit Kara Murat, Dustin Dirks und so weiter, ich möchte sozusagen namhafte, aber halt einige Boxer schon gegangen worden
von Zaulern, und ich glaube, das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass es halt einfach auf deutschen Boden bzw. auf deutschen Sender keine große Möglichkeit für Zauland mehr gibt, oder Malte? Naja, Sat.1 braucht Content, und ich bin mir sicher, dass da Gespräche laufen. Wie gesagt, die Frage ist eben, braucht Hook Sauerland für Sat.1 oder kann Hook Sat.1 alleine machen, wie es Sturm gemacht hat? Kann oder will Sat.1 überhaupt Sauerland, weil natürlich, oder geht es auch andersrum, kann Sauerland sich das leisten, mit Sat.1 was zu machen, weil Sat.1 mit Sicherheit nicht so einen Deal machen wird wie 10 Veranstaltungen im Jahr und ihr habt auf jeden Fall eure 15 Millionen im Jahr sicher. Das heißt also, es wird sich auf jeden Fall einiges tun nach Ablauf dieses Jahres und im nächsten Jahr. Man sieht ja auch, was bei Sauerland passiert, dass eben Hagen Döring schon nicht mehr mit an Bord ist. Also da gibt es ja schon personelle Umbrüche. Es ist eine Entwicklung, die ist natürlich, wirkt erstmal ähnlich wie bei Universum. Da wurde dann auch nach und nach wurde das Personal rausgeschmissen. Dann wird es bei Sauerland nicht so sein, dass sie den Laden verkaufen, weil sie A, keinen Käufer finden und B, der Laden ja auch den Namen trägt. Und außerdem ist natürlich Sauerland breiter aufgestellt, als Universum war, haben noch international halt Standbeine. Kalle ist in England ganz gut vernetzt. Da haben sie es wieder ins Gespräch gebracht, eventuell Bremer gegen Forge sogar zu machen in England. Kann mir vorstellen, dass die das sogar versuchen. Außerdem haben sie in Skandinavien noch ihr Standbein und haben natürlich auch ihre Fühler schon ein bisschen in die USA ausgestreckt. Also ich glaube nicht, dass eben dieses Universum-Schicksal droht. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass Sauerland in der Form, wie jetzt aktuell, weiter bestehen kann in Deutschland. Aber Sat.1 ist mit Sicherheit ein Partner, der an Hook interessiert sein wird. Man darf nicht vergessen, Hook ist immer noch unter 30, ist jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren Weltmeister und das als Deutscher. Also das sind alles Punkte, die natürlich wirklich für den Jungen sprechen. Und ich glaube, dass der keine Probleme haben wird, hier in Deutschland weiterzumachen mit einem deutschen Fernsehpartner. Ja, Marco Hook ist halt schon ein fertiges Produkt und das zählt halt einfach bei den Privaten. Genau. Die können es halt nicht leisten, irgendwelche Boxen aufzubauen, sondern jetzt hält halt nur die Quote. Und da ich guck auf jeden Ich glaube, vielleicht auch, möchte ich behaupten, mehr zieht wie Robert Stieglitz. Das denke ich auch. Also auf jeden Fall hat Marco einen größeren Bekanntheitsgrad. Und Sauerland hat natürlich sich eigentlich jetzt so im letzten Jahr schon versucht, zukunftsmäßig aufzustellen, und ich meine, die Köllings und Zeuges, die danach rücken, sind so Jungs, die sind sympathisch, die haben gutes Auftreten, so mit ihrer Berliner Schnauze, und das ist alles ganz lustig, wobei ich diesen Gesang da gestern im ARD-Einspieler ein bisschen grenzwertig fand, aber nichtsdestotrotz, das sind Jungs, die können zum einen boxen, zum anderen sind die sympathisch, und ich glaube, dass das schon auch perspektivisch natürlich ein interessantes Produkt sein kann für Sat.1. Vor allem halt auch, wenn man so sagen darf, rein deutsche Boxer, wo man repräsentiert. Genau. Und bei Kölling kommt ja noch dazu, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass der Kampf zu schnell endet. Ja. Kann keine Fliege von der Wand hauen, aber kann boxen. Also das ist ja, der hat ja diesen alten Maske und Ottke Vorzug. Da läuft man nicht Gefahr, dass der K.O. zu früh kommt. Ja, richtig. Ist auch gut ausgebildet eigentlich. Ich meine, man hat vergessen, der, wenn bei Olympia ein bisschen fairer behandelt worden ist, hätte er mindestens die Bronzemedaille gehabt. Ja. Das sollte man dann vergessen, so schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Nee, das sind gute Jungs und wie gesagt, gute und sympathische Jungs, deswegen, also wie gesagt, dass es mit Sauerland bei Sat.1 so projektbezogen weitergeht, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich denke auch, dass wir nochmal Abraham gegen Stieglitz bei Sat.1 bekommen. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich sogar irgendwann Abraham gegen Sturm bekommen, wenn beide keine andere Option mehr haben. Also ich glaube schon, dass es da im nächsten Jahr noch ein paar Kämpfe gibt, wo Sauerland auf jeden Fall die Finger mit drin haben wird. Ja. Dann, wo wir bei Enrico Kölling waren, gehen wir noch kurz auf die Undercard, auf die Vorkämpfe ein. Ja, die war nicht so potent, die Undercard, wie sonst bei Sauerland. Recht unbekannte Leute, wie Leon Hart hat seinen Kampf auch verloren gegen Murat Gassiev durch K.O. in der vierten Runde. Dennis Boyzow war auf der Karte mit drauf gegen Timur Musarov, eine UD. Den Kampf habe ich leider nicht gesehen, hat er wer gesehen für euch, weil es soll ja vom Ingo Barabas 95-94, einer 97-93, einer 98
93, 91, soll recht knapp gewesen sein, oder? Hast du da was anderes gehört, Malte? Ich habe den Kampf tatsächlich nicht gesehen, das war ja, irgendwie gab es ja da Schwierigkeiten gestern, die ARD wollte eigentlich damit dann einsteigen, aber nee, ich habe nur ein Foto gesehen, dass Musafarov eben wohl eine gebrochene Nase hatte und stark geblutet hat, aber der Boitsov ist ja so, der hat ja wirklich unter diesem ganzen Universumende und allem, was darum war, so sehr gelitten und da in dem Zusammenhang so viel abgebaut, weil es einfach wahrscheinlich psychisch für ihn viel zu anstrengend war, dass ich glaube, dass da nicht mehr wirklich viel kommt. Zudem ist ja das Problem immer gewesen, dass Boitsov auch jetzt, um irgendwie ein Klitschko gefällig zu werden, viel zu klein ist. Also der kann zwar auch hauen, aber ich meine, der steht einfach gegen Wladimir permanent im Schatten. So, das ist, der hat nicht die körperlichen Voraussetzungen, glaube ich, um da richtig mitzumischen. Nee. Und wenn dann eben noch die Psyche nicht stabil ist, dann ja, ist das halt ganz, ganz schwierig. Und ja, was sonst die Undercard angeht, ist natürlich so, das muss man halt verstehen. Sauland hat jetzt noch die Veranstaltungen auch irgendwie dann relativ kurz nacheinander, aber hat ja gar nicht mehr so viele Boxer. Also dadurch, dass eben da ziemlich ausgedünnt wurde, werden jetzt einfach dann Fremd- oder Gastboxer mit auf die Veranstaltung gelassen. Auch solche, die dann Tickets verkaufen sollen. Besa Nimani kommt aus Bielefeld, verkauft natürlich in Halle Westfalen ein paar Karten. Und die werden eingeladen und gesagt, hier, herzlich willkommen. So kommt ein Leon Hart auf die Veranstaltung. Und ja, dann auch ein Vincent Feigenbutz, der natürlich, wo es vielleicht noch andere Motive auch gibt, den mit auf das Event zu ziehen. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ah, kommen wir gleich dazu. Was halten ihr von Vincent Feigenbutz? Ja, wer fängt an? Also ich kenne den Vincent ja und ich kenne sein Umfeld auch, weil ich den Jungen ja damals nach Polen geschickt habe, weil ich eben, also ist ja klar, dass der Vincent hauen kann und dass der auch, also der ist ein total netter, sympathischer Junge, der Vater, die Familie, das ganze Umfeld ist super, und die haben eben da danach gesucht, die wollten halt irgendwie auf sich aufmerksam machen, wollten Spektakel, und da habe ich diesen Kampf damals eingefädelt, den ersten in Polen, wo er hingeht, genau, wo er hingeht und den ungeschlagenen Mann wegnockt. So, und das war, da hat mich das Management von Feigenbutz vorher gefragt, ja, haben wir denn da eine Chance? Das war der Rainer Gottwald, der das Management macht, und ich gesagt, du hast den Jungen, der hauen kann, der andere kann nicht hauen, fahr dahin, gewinn durch K.O. und plötzlich bist du jemand. Und naja, das hat ja funktioniert, dann haben natürlich die polnische Promoter, Wasilewski, hat sofort einen Vertrag angeboten. Den wollten die damals eigentlich auch unterschreiben, dann gab es aber da irgendwie wieder hin und her und ich weiß nicht genau, was dann alles passiert ist. Sind nochmal hingefahren, haben noch einen Kampf in Polen gemacht, aber ja, wollten dann wohl lieber doch in Deutschland bleiben. Ich hätte das, ich habe ihn auch dazu geraten, tatsächlich bei den Polen zu unterschreiben, weil ich weiß, dass Wasilewski einen sehr guten Job macht und auch in der Entwicklung einen guten Job macht und da hätte der Junge einfach permanent und auch irgendwie immer im Fernsehen boxen können. Naja, jetzt haben sie sich halt für Sauerland entschieden, obwohl bei Sauerland die Lichter ausgehen. Ich weiß nicht, ob das so die cleverste Entscheidung war. Auf der anderen Seite ist jetzt natürlich gut, jetzt hat er erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Der Vincent ist halt noch sehr, sehr jung. Der ist noch sehr, sehr roh. Der muss halt noch geschliffen und bearbeitet werden. Ich hoffe, dass sie den Jungen nicht komplett verheizen, weil einfach sein Management zu sehr auf schnelle Erfolge und schnell hoch und schnell groß aus ist. Ich hoffe, dass sie ihm Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich hoffe auch, dass sie ihm ja die Chance geben, wieder in guten Sparrings einen Schritt nach vorne zu machen. Ja. Aber ansonsten ist ein netter Kerl und ich wünsche Vincent selber, seiner Familie und allen ringsherum nur das Beste. Denn das ist ein ganz sympathischer Junge. Ja, eine Niederlage hat er im Rekord. Hast du da Informationen zu der Niederlage? Naja, man muss ja bedenken, der Junge hat wann angefangen? Mit 16 angefangen zu boxen oder was? Also die haben ja den einfach von 0 oder mit 15 sogar angefangen, ist er Profi geworden. Oder ich muss mal kurz mal reingucken hier, mit 16. Aber die haben ihn von 0 reingeschmissen. Und wenn du da natürlich als Gegner einen erwischt, und ich meine, wenn man sich den Namen nur anguckt von dem Gegner, Roman Jeroyev, da kann schon natürlich allein vom Namen russische Schule dahinter stecken und ich weiß nicht, wahrscheinlich war das so ein guter Amateur,
Und natürlich kann der so einen 16-jährigen Jungen in dessen Zeit Profikampf dann ausboxen. Und insofern war das wahrscheinlich einfach schlechtes Matchmaking, nehme ich an. Also das wird nichts anderes gewesen sein. Unvorsichtig und ja. Aber was jetzt passiert eben, also dieser Hype und so, das alles ringsrum, natürlich weil der alle Jungs ausnockt und weil er sie alle so wegarbeitet, der kriegt natürlich ein Problem, der Vincent, und der könnte auch jetzt schon ein Problem kriegen, wenn er schlecht gematcht wird. Wenn man dem, wie man gegenüberstellt, der boxen kann und der einfach sich nicht so überfahren lässt, dann wird es schwierig. Aber solange er gut gematcht wird, kann der auf jeden Fall für Furore sorgen. Und nochmal, ich gönn's ihm. Lustig ist eben, dass gestern auch einige Leute gab, die sagten, Sauerland hat ihn eigentlich gebraucht, um den Kampf in Polen, die ganze Veranstaltung in Polen noch größer zu hypen, weil Feigenbutz eben inzwischen in Polen bekannter ist, als es Marco Huck je werden wird, weil er einfach da die Polen weggenietet hat, einen nach dem anderen. Ja. Jan, hast du noch was anzumerken? Vincent Feigenbutz oder Emano? Nee, eigentlich nicht wirklich wahnsinnig viel. Auch nicht. Also, ich meine, das ist beachtlich mit 18 bedenkt, aber dann frage ich mich eigentlich, mit 16 ist es denn überhaupt zulässig, Profi zu werden in Deutschland? Ja, es gibt Ausnahmegenehmigungen, gibt es für alles, ne? Ja. Also insofern, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie alt war der denn wirklich? Der ist geboren 95. Ja, der war gerade 16, als er seinen ersten Kampf gemacht hat, ja. Ja, in Mexiko ist es normal, ne? Genau, also ja, da gibt es natürlich andere Länder, in denen das auch funktioniert. Aber man muss halt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und klar ist, dass er eben vom reinen Boxerischen her, technisch und taktisch, dann auch die Ausbildung jetzt quasi noch nachholen muss. Und es ist ja dann auch kein Zufall, dass die Jungs in Mexiko sehr, sehr viele Kämpfe haben, wenn sie dann ins wirkliche Weltniveau reingeschmissen werden. Also guck mal an, wie viele Kämpfe Canelo gemacht hat, bevor der am ersten Titel geboxt hat. Richtig. Ja, und es ist halt, im Prinzip kommt jetzt das ganze Nachholen von der Amateurkarriere. Genau. Die er nie hatte. Oder wenn er sie hatte, dann war sie halt wahnsinnig kurz. Ja, auf die Undercard brauchen wir eigentlich nicht mehr Grüße eingehen. Was soweit alles besprochen. Ali Raimi hat übrigens in dem Minimumgewicht sich auf Rang 5 vorgepischt. Erneuter Sieg über Britmas Araimi. Diesmal hat es aber leider 7 Runden gedauert. Der Rekord erstmal dahin. Ja. Dann noch des Weiteren in der Nachbesprechung war gestern noch bei Showtime eine Card von Mayweather Promotions. Da war Badu Cech unter anderem auf der Card, der ja vorher K.O. gegangen ist und hat jetzt gegen Jason Escolara seinen Comeback-Kampf nach Punkten gewonnen. Ronald Gavril war auch auf der Card. Der hat den Kampf auch vorzeitig gewonnen. Und Jay Elian Love, es war ja bekannt, dass er anfällig ist. Das hat man ja in den Kämpfen gesehen gegen Gab Rosado und gegen Periban. Aber diesmal, ja, ist es für ihn böse ausgegangen. Er ist ausgenockt worden in der dritten Runde und sie hatten jetzt komplett zurückgeworfen. Hat eigentlich den Kampf kontrolliert und hat sich dann in den Ring sein abfangen lassen mit einem linken Haken, mit einem fürchterlich linken Haken. Ja, und ist dann One Punch zu Boden und hat keine Chance mehr gehabt, zurückzukommen. Der Abbruch war dann auch völlig gerechtfertigt. So schnell kann es gehen. Auf Rang 10 in der unabhängigen Rangliste. Dann kämpfen wir gegen einen vermeintlich leichten Gegner, der übrigens auch gegen diverse Mayweather Promotion 2 schon K.O. gegangen ist. Ja. Und so schnell geht's halt im Boxen. Dann kommen wir auf die nächste Woche zu sprechen. Klitschko gegen Pulev, leider abgesagt, aber ich müsste jetzt schon einen Ausweichtermin geben. Ich glaube am 15. November. So ist es, wird hier in Hamburg schon fleißig geworben, ja. Ah, genau, ja. Okay. Wo wir gerade noch beim Schwergewicht sind,
Gerüchte besagen, dass Odlanir Solis nochmal gegen Tony Thompson kämpfen soll. Malte, ist da was dran? 18. Oktober in Düsseldorf. Solis gegen Thompson 2. Ist, glaube ich, noch nicht offiziell kommuniziert, aber soweit ich weiß, bestätigt. Und ja, den Rückkampf, ich weiß nicht genau, wer ihn braucht oder wofür gebraucht wird, aber es wird wahrscheinlich darum gehen, dass Solis die Chance bekommt, eben diesen Makel da auszumerzen. Und für Thompson ist natürlich auch so nach der Niederlage gegen Takam jetzt nochmal die Chance, wieder sich ins Rampenlicht vorzuboxen. Darf nicht vergessen, dass beide immer noch in den Top 15, glaube ich, bei der WBC geführt werden. Das heißt, für den Sieger kann es tatsächlich nochmal einen Schritt weiter nach oben gehen. Ja, und ich denke mal, der Verlierer aus dem Kampf, der kann dann, könnte eigentlich die Handschuhe an den Nagel hängen. Okay. Ist denn das noch für Ahmed Öner dann ausgerichtet? Das ist eine Veranstaltung, die Öner machen wird, ja. Genau, da wird dann auch wahrscheinlich Agil Kabayel auf der Karte sein. Genau, Agil Kabayel, der wird auch seinen WBC Mediterranean-Titel verteidigen. Mhm. Ja. Und vermutlich auch Seljuk Aydin nochmal in Deutschland. Ah, okay. Also, ist der denn noch bei Robert Rolle? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, ja. Ja, das ist ja nicht schlecht eigentlich. In Düsseldorf dann, ja. In Düsseldorf, genau. Soll wohl stattfinden im Castello. Ah, okay, da wo die Kentikian, glaube ich, immer gekämpft hat. Genau, dann früher gab es da viele Universum-Veranstaltungen. Genau, ja. Und, ja. Auch diese Pro 7 Fight Night damals, glaube ich, war da öfter. Und ich glaube tatsächlich, dass im Castello auch das Promi-Boxen stattfindet. Also insofern erst Promi-Boxen und dann Solis gegen Thompson, also... Nur niveauvolle Veranstaltungen, die es gibt im Castello. Ja. Ja, meinst du denn, Solis ist denn motiviert, das auszumerzen? Ich kann dir überhaupt nicht sagen, in was für einer Verfassung Odlanir Solis ist. Das weiß ja immer niemand. Der kommt immer als Wundertüte. Ich weiß es nicht. Also der erste Kampf gegen Thompson, bei dem war ich vor Ort, das sah so unmotiviert aus und das ist, ich kann das eben überhaupt nicht nachvollziehen, man kann ja in den Kopf nicht reingucken, aber da habe ich ja nur gesagt, da gibt es bei der WBC schon dieses Open Scoring, das ja zu Recht kontrovers diskutiert wird, aber wenn ich dann halt weiß, dass ich nach 8 Runden auf einer oder zwei Karten hinten liege, dann kann ich eben nicht die 9. Runde verlieren, also egal was kommt, dann muss ich ihm reingehen und muss feuern aus allen Rohren. Und der hat trotzdem nichts gemacht dann in den letzten 4 Runden. Das fand ich also aus meiner Sicht schon sehr, sehr enttäuschend. Und ja, ich habe ja Solis gesehen, nur mal von Karrierebeginn an. Und wenn man die Anlagen sieht, das Talent sieht, die Bewegung sieht und auch sieht, wie der sich auch mit, also ich meine, da gab es immer die Gewichtsdiskussion, aber wie der sich auch mit seinem Gewicht immer bewegt hat, ja, und wie er die Jungs auseinandergeschraubt hat, ja, muss man sich eben wirklich fragen, was da alles schiefgelaufen ist. Und da muss viel schiefgelaufen sein, einfach. Denn so eine Vorstellung, die ist einfach indiskutabel. Also man kann sich nicht von einem, allen Respekt zu Tony Thompson, der bestimmt ein Ringfuchs ist und clever ist und der ja auch größer ist als Solis und alles, kann ich alles nachvollziehen, aber du kannst dich nicht von einem 42-Jährigen irgendwie outworken lassen. Also das funktioniert nicht. Das ist, dass der Solis einfach nicht schlägt und sich so schlecht bewegt. Das war eine ziemliche Katastrophe. Und ich hoffe, dass er zumindest den Ehrgeiz hat, das auszumerzen und das wieder gut zu machen und dass er eine deutlich bessere Leistung zeigt. Ist ja für ihn nochmal dann auch eine Chance, ja auch aus der finanziellen Sicht. Na klar, natürlich. Also, wenn es gewinnt, dann ist er ja wieder dabei, obwohl man eigentlich schon abgeschrieben hat. Ne? Na klar. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die mit einem Auge dann auch nach Russland schielen, dass man guckt, ob man den Sieger aus Solis Takam gegen Thompson dann nicht auch gegen den Sieger, genau, aus Huert gegen Takam bekommt oder so. Also da gibt es ja viele schöne Möglichkeiten dann. Ja, übel Statement wäre halt, wenn er jetzt Thompson zum Beispiel wegnocken wird. Das wäre genau. Halt dann auf jeden Fall. Das wäre mal eine Ansage. Ja, eine richtige Ansage in Richtung Povetkin und Takam. Ja, wird man sehen, auf jeden Fall sehr gut. Danke für die Info. Gerne. Dann kommen wir zur Vorschau zum kommenden Wochenende vom 5. bis zum 7. September. Freitag ist ja irgendwas los in Japan. Gehen wir zwar jetzt nicht näher drauf ein, aber das sind 2 WM-Kämpfe: einer im Fliegengewicht um die WBC und einer im Halbfliegengewicht
von der WBC könnt ihr auch in Boxrec entnehmen. Dann haben wir Samstag das Rematch Kiko Martinez gegen Carl Frampton. Das ist eigentlich ein guter Kampf auf höherem Niveau. Der erste Kampf gewann Carl Frampton durch K.O. in Runde 9. War bis dahin damals, was heißt ausgeglichen, Frampton schon der bessere Mann gewesen. Und dann kam Martinez auf, aber dann hat ihn Frampton in der 9. Runde gestoppt. Dann ging es für Martinez, er ist ja auch schon wegen älter, hat viele Kämpfe. Und der hat dann sensationellerweise diesen Jonathan Romero ausgenockt in Atlantic City auf der Undercard von Danny Gee gegen Darren Barker damals. Und von dem her hat er sich jetzt wieder empfohlen für einen Carl Frampton Kampf. Das Ganze wieder in Irland. Jan, siehst du Kiko Martinez aufgrund seiner Erfahrung gegen Frampton oder durch seine Siege jetzt, dass der Kampf ausgeglichen sein könnte, oder denkst du, dass Frampton einfach zu gut ist und zu abgeklärt und das würde wie im ersten Kampf regeln wird? Ich gehe davon aus, dass Frampton den Kampf auch wieder klar holt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Martinez irgendwie hier was zeigt, was uns jetzt überrascht. Also ich gehe von Carl Frampton, holt den Kampf, holt den Sieg aus und alles andere wird mich wahnsinnig überraschen. Ja, ich meine, ich muss nochmal zurücknehmen, so alt ist Martinez noch nicht, aber er hat recht viele Kämpfe für sein Alter schon. Deswegen. Ja, aber ich glaube einfach, dass Martinez, wenn überhaupt, nur durch ein K.O.-Urteil siegen kann, weil Carl Frampton hat den Heimvorteil. Ja, der ist. Und ich glaube nicht, dass er ein K.O. gegen Frampton holt. Und ich glaube auch, selbst wenn es dann über die Zeit geht, selbst dann glaube ich, wird Carl Frampton auch mit einem Nicht-Heimurteil gewinnen können. Also das ist meine Einschätzung. Ich habe aber Martinez auch noch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Carl Frampton etwas häufiger. Nicht, aber man muss bedenken, er hat mit Hasagawa und Romero zwei Leute vorzeitig geschlagen, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnen konnte. Gegen Carl Frampton hat er im ersten Kampf auch seine Momente gehabt. Also Frampton war da auch schon 2-3 Mal in dem Kampf an so einem Punkt, wo man wirklich denken konnte, dass der jetzt jeden Moment K.O. geht. Da hat er sich den entzogen und hat ihn dann in der 9. Runde damals sensationell abgefertigt noch. Und dann hat jeder gesagt, ist vorbei mit Martinez. Und so weiter. Und jetzt ist er durch solche Siege zurückgekommen, von dem her, ich begrüße den Kampf. Ich sehe ihn dann auch eher bei Frampton. Aber Martinez hat auf jeden Fall die K.O.-Chance in dem Kampf. Okay. Auf der Undercard ist eigentlich absolut nichts, wo wir jetzt groß besprechen sollten. Wir haben dann aber noch in den USA eine größere Veranstaltung. Adrian Broner gegen Emmanuel Taylor, Lucas Matisse gegen Roberto Ortiz. Andre Berto gegen Steve Upchar Chambers. Malte, ich meine, Andre Berto wird ja immer gern belächelt, aber seine Kämpfe unterhalten schon, finde ich. Ja, klar. Also tatsächlich kann ich auch sagen, dass sie Selçuk Aygün angefragt haben für den Kampf gegen Andre Berto. Die sind sich nur finanziell nicht einig geworden, aber da wurde ich noch angeschrieben, weil die Leute dachten, dass ich noch mit Selçuk zu tun hätte. Aber das Angebot war einfach nicht gut genug. Ich weiß, dass wir damals, als ich noch mit Selçuk gearbeitet habe und mit Ahmed für Arena, dass das der Kampf war, den Selçuk mal wollte, ne, gegen Berto.
Und Berto ist ihm damals als WBC-Weltmeister mal aus dem Weg gegangen, weil das so High Risk, Low Reward war für Berto. Also ein türkischer Puncher, den kein Mensch kennt in den USA, der dann lieber seine Titelverteidigung so geboxt. Ja, also auf jeden Fall unterhaltsam, das denke ich auch bei Berto. Es gibt auch Leute, die sagen, der sollte eigentlich schon nicht mehr boxen, weil er so ein paar Materialschlachten schon hinter sich hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist fürs Publikum immer was Gutes. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich ein riesen Fan von Matisse. Also das ist für mich... Ja, jetzt gibt es kurz Verbindungsprobleme zum Malte. Das Matisse-Fan. Der kämpft auch gegen Roberto Ortiz auf der Card. Malte, du warst kurz weg. Jetzt darfst du wieder weitermachen mit Matisse. Genau, also Matisse bin ich ein Riesenfan von und bei Broner ist es ja auch so, das ist natürlich auch ein absoluter Crowdpleaser, wo man natürlich dann wieder so provokant und so sehr, der polarisiert so sehr, dass die auch da viele Leute gibt, die sich immer freuen, also die sich sehr gefreut haben, als er schon verloren hat und die ihn dann auch verlieren sehen wollen. Die werden sich beide durchsetzen, Matisse und Broner, und dann denke ich mal, heißt es irgendwann Collision Course, ne? Dann geht's direkt gegeneinander. Vermute ich auch. Ich glaube auch, dass alle gewinnen würden. Ich glaube, Berto wird auch kein Problem mit Eddie Chambers, seinem Bruder, haben. Ja. Der auch schon gegen Calazzo verloren hat und gegen, ich glaube sogar vorzeitig gegen Eddie Gomez, durch K.O. verloren. Da werden sich alle durchsetzen. Ist recht nette Card, aber jetzt auch nicht was ganz Weltbewegendes. Oder es sieht irgendwie Upset-Potenzial in Manu in dieser Card. Nee, soweit eigentlich nicht. Ich denke auch, schließe mich da an, die Favoriten werden wahrscheinlich alle hier ziemlich eindeutig auch gewinnen. Sehe ich eigentlich jetzt nicht, wo dann Außenseiter gewinnt. Aber gut, ich meine, bei Love jetzt am Wochenende jetzt wahrscheinlich auch niemand für möglich geil, im Boxen ist theoretisch natürlich immer alles möglich auf jeden Fall, aber so vom Style her und so von den Begegnungen, nee, ich glaube nicht. Also ich denke, hier setzen nicht alle Favoriten durch, ne? Das ist immer eine Karte, die lohnt sich wegen der Boxer, der Charaktere, die drauf sind, aber nicht so sehr wegen der Kämpfe und der Kampfansetzung. Also das ist jetzt nicht das Matchmaking, das überzeugt, sondern Broner und Matisse auf derselben Karte. Das ist, ich glaube, die steuern ziemlich direkt darauf zu, dass sie irgendwann gegeneinander boxen sollen. Und insofern, und beide machen Spaß zum Zugucken. Ja. Ist halt beim Broner im Wohnzimmer aus Cincinnati kommt, der war schon mal in der US Bank Arena. Habe ich ihn gegen Vicente Escobedo damals gesehen und es war also wirklich rappelvoll, das Ding, und alles voller Bruner-Fans, und von dem her wird es ziemlich abgehen, vor allem beim Walk-In. Das ist schon immer auch bei Bruner was ganz Besonderes, der Walk-In, manchmal spannender wie der Kampf. ja, dann haben wir die Card auch durch, dann kommen wir noch zu ein paar Meldungen. Malte, Hopkins gegen Kovalev, jetzt braucht keiner mehr sagen, dass Hopkins irgendwelche Gegner aus dem Weg geht. Nee. Denn Edge stellte sich Kovalev, und wenn er Kovalev schlägt, was ja nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, das Zeug hat auf jeden Fall dazu, denn ich neige immer dazu, Hopkins zu unterschätzen und habe den schon oft verlieren sehen. Und jetzt hat ist es halt ein Kampf wie damals gegen Pavlik, der Überpuncher, wo auch jeder gesagt hat, ah ja, und der schlägt Hopkins K.O. Gibst du Hopkins in den Kampf eine Chance, oder siehst du es doch bei Kovalev aufgrund des Alters und halt auf jeden Fall, was Kovalev in der letzten Zeit im Ring auch gezeigt hat? Wollte ich gerade sagen, Kovalev ist eine Maschine wirklich und hat also so überzeugt, und ich meine, aber du hast recht, man darf Bihop nie abschreiben, und das ist so ein Stinker im Ring, und er hat immer noch irgendwie einen dreckigen Trick. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bihop das doch irgendwie macht und sich dann doch wieder durchsetzt, aber auf der anderen Seite muss eigentlich Kovalev, eigentlich muss man Kovalev vorne sehen. Es wäre ja auch unglaublich, wenn Bernard Hopkins hier gewinnt, was das bedeuten würde für diese ganze Division, dass wenn jemand, der so alt ist, hier noch den Upcoming Star, der irgendwie da 20 Jahre jünger ist oder so ungefähr 20 Jahre jünger ist, nicht 20, sondern 10 Jahre irgendwie, wenn der dann die einfach besiegen würde, und wenn das passt einfach nicht.
Also das wird bedeuten, dass der wirklich ein Übermensch ist oder dass die Boxer in den letzten Jahren so viel schlechter geworden sind im Vergleich zu früher. Also ja, also ich meine, der Hopkins macht natürlich ganz viel mit seiner Ringintelligenz und ist natürlich auch nicht so verbraucht, wie es andere irgendwie sind in dem Alter. Also hat eine unglaubliche Physis nach wie vor. Aber trotzdem, also Kovalev mit seiner Urgewalt und so, ich weiß nicht, wie sich Hopkins jemand ziehen will. Auf der anderen Seite finde ich ihm ganz wichtig, dass man wirklich den Hut nochmal zieht und dass er den Kampf macht. Also das müsste Hopkins ja wirklich nicht. Hopkins hätte ja auch sagen können, er nimmt den einfachen Weg und irgendwie sucht sich einen Bremer aus für eine Vereinigung. So, das wäre ja der deutlich leichtere Weg gewesen. Das auf jeden Fall. Aber der stellt sich wirklich mit Kovalev hin und ja, also das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten und einschätzen. Also muss sich Hopkins ja eigentlich ziemlich sicher sein, dass er das Ding gewinnt, wenn er den Kampf annimmt. Ich denke, das wird er nicht tun, wenn er andere Möglichkeiten hat oder hätte. Von daher, es wird ja kaum einer freiwillig so einen schweren Kampf machen. Ne? Wenn er andere Aussichten, andere Chancen hätte, andere Leute zu boxen, die weitaus leichter zu boxen sind. Ich denke, der ist sich sicher und ich denke, er hat da einen Plan, wie er Kovalev eventuell besiegen kann. Ja, da würde ich jetzt noch eher als vorhin in der Diskussion mit Hook, würde ich hier noch eher auch finanzielle Punkte ins Spiel bringen, denn gegen Kovalev kann Hopkins eben ein Pay-Per-View verkaufen. Ja. Hopkins alleine zieht tatsächlich als Pay-Per-View-Verkäufer nicht in den USA. Das ist immer das Problem gewesen von ihm in den letzten Jahren, dass er immer nur irgendwie auf Championship-Boxing und so stattgefunden hat. Und das ist ein Kampf mit Kovalev, der wird sich als Pay-Per-View verkaufen lassen. Ja, aber hat er das finanziell nötig? Na, was heißt nötig? Nee, nötig hat das bestimmt nicht, aber Geld stinkt halt nicht. Auch nicht, wenn man 48 Jahre alt ist und irgendwie schon genug verdient hat in seinem Leben. Aber ich denke, also es geht vielleicht gar nicht auch so sehr ums Geld, sondern auch um dieses Prestige, das damit verbunden ist, dass er jetzt doch wieder Pay-Per-View-Boxer ist dann. Weil der sich immer in der Öffentlichkeit auch anhören muss, ja, komm, du verkaufst keine Pay-Per-Views. Und jetzt bei dem Kampf, ich meine, das ist einer, da würde ich auch Geld für ausgeben, ehrlich sagen. Ja, umgekehrt ist es halt so, dass auch Kovalev jetzt nicht wahnsinnig viele Views bis jetzt in der Vergangenheit gebracht hat. Das stimmt, aber die Konstellation macht es dann halt und natürlich kannst du Hopkins gegen Bremer, kauft sich kein Mensch in den USA, so verkaufst du keine 10 Mal, aber Hopkins gegen Kovalev ist halt was von der Konstellation her doch so viele, also so viel Spannung birgt, dass ich glaube, dass das als Pay-Per-View funktioniert. Ja klar, will jeder sehen den Pay-Per-View. Ist es wirklich ein Pay-Per-View-Kampf? Ich glaube ja. Also ich weiß nicht, ob sie es schon kommuniziert haben, aber ich nehme an, dass das der Grund ist dafür, dass er Kovalev aussucht. Also wenn der frei empfangbar wäre, dass frei auf laufen würde, würde mich schon wundern. Ja, weil in Dingen ist noch angegeben, dass es Free HBO ist. Okay, ja gut. Hopkins hat ja 2 Pay-Per-Views irgendwie zuletzt gehabt gegen Chad Dawson, wo er sich dann an der Schulter in der ersten Runde verletzt hat und wurde 40.000 Mal irgendwie verkauft, was relativ wenig war und ich glaube, das ist kein Pay-Per-View, was echt ein Wunder ist. Du hast recht, im Endeffekt ist es alleine von der Begegnung her. Von der Einschätzung her. Ich dachte, dass das der Grund dafür wäre, den Kampf so zu machen. Tatsächlich, das ist Hopkins keine größere Alternative mehr gibt, dass er in dem Kampf selbstverständlich mehr Geld verdienen kann wie in einem Murakampf, das steht außer Frage. Aber ich denke halt, Hopkins ist halt einer, der wo halt auch auf die Legacy schaut und vermutlich hier nochmal alle Titel vereinigen will und dann hört er auf, wenn er das schaffen würde. Ich denke mal, das wird sein Ziel sein. Das macht Sinn und danach, Stevenson sagt ja auch, er möchte danach den Weltmeister Darkboxen und vereinigen. Deswegen. Und dann fällt halt nur noch Bremer. Und dann gewinnt Bremer. Dann ist Bremer der Superjam. Bestimmt. Ja, Bremer gegen Frotch oder gegen Stevenson war jetzt schon im Gespräch. Ja, denkt ihr, dass Bremer gegen Frotch möglich wäre? Möglich ist alles, ne?
Aber ja, ob er den gewinnt, sieht auf meinem Blatt Papier, das ist wahrscheinlich ziemlich chancenlos. Aber genau, das ist wahrscheinlich schon, aber sind die Kämpfe denn realistisch? Also ich glaube, dass Bremer auf jeden Fall den Kampf machen würde, zumal jetzt dann eben die ARD wegbricht hier in Deutschland und im nächsten Jahr dann nochmal richtig Geld verdienen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, also ich weiß ja nicht, Fortsch hat natürlich, der hätte andere Sachen, um die sich kümmern könnte. Auf der anderen Seite kommt da jetzt jemand, irgendwie ein halbstündiges Weltmeister dazu, noch ein Deutscher, ne, ein Brite gegen einen Deutschen im Wembley-Stadion. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, dass sich der britische Boulevard auch freuen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren kann, muss man mal sehen. Also das wird erst dann das nächste Jahr zeigen. Aber ich nochmal kurz, du hast sicher recht, Hopkins Kovalev nicht als Pay-Per-View, sondern auf World Championship Boxing. Das überrascht mich tatsächlich auch, ja. Also das ist jetzt auch ein Nachtrag. So, ja, ich habe jetzt nämlich gerade einen geschrieben, der ist da auch dran, an Ami. Und er hat zu mir geschrieben, I think it will be regular on HBO. Genau, Vor Pacquiao und Algeria. Ja, ich habe es gerade nochmal nachgelegt. Und es ist eine Woche vor Pacquiao und Algeria. Also es gibt traditionell in Amerika keine zwei Pay-Per-Views in einem Monat. Ja. Ja. Ich habe mir auch gerade noch, also wieder zurück zu Bremer Frosch. Bei Frosch heißt es ja im Moment eigentlich, dass er eigentlich in Las Vegas kämpfen will oder aufhören will. Also das war das, was man die letzten Monate gehört hat. Deshalb glaube ich nicht wirklich an den Bremer Kampf. Oh, glaube ich schon. Das wollte er ja nur gegen Chavez, lässt sich sehr gut Geld verdienen in Las Vegas sowieso durch die Live-Gates und alles. Da kann er schon enorm Kohle schöpfen und gegen Bremer könnte aufsteigen ins Halbschwergewicht. Er kann ja nur noch Pflicht verteidigen eventuell. Ja, aber den Kampf... ganz kurz... Und dann könnte er eventuell auch Titelvereinigungen machen. Und das würde seine Legacy auf jeden Fall erhöhen. Ich bin mir relativ sicher, dass er nächstes Mal im Schwergewicht kämpft. Okay. Das ist interessant, aber ich kann mir halt nicht vorstellen. Also das ist ein Pay-Per-View, das sich halt auch nur in Großbritannien verkauft, in Deutschland. Ich glaube, das ist nicht erwähnenswert, was man da an Pay-Per-Views verkaufen kann. Und daher weiß ich nicht. In Deutschland sowieso. Deutschland hat es schon öfters Kämpfe gegeben. Wie Marco, ich weiß nicht, meinte Markus Beyer gegen Woodhall, kam der Kampf damals in Deutschland? Ich glaube nicht, nee. Ja. Nee, als bei Weltmeister wurde, nee, das war nicht in Zeit, glaube ich, ja. Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass Sky hergeht und sagt, ja, wir bieten den Bremer Kampf an, für 20 also, Euro oder so. Und dann es würde damit zusammenhängen, wenn das Ding in England von Sky gemacht wird, dann wird es hier in Deutschland auch zu Sky kommen und dann wird es wahrscheinlich als Pay-Per-View versucht. Und ja, damit können die dann auch noch ein bisschen Geld verdienen. Das kann schon passieren, ja. Ja, im Grunde reicht das Englisch Pay-Per-View. Frotsch kann gegen den Hausmeister von Millwall Fußballstadion kämpfen und das ist ausverkauft. Ich würde es auch gucken. Ja. Ich vermute mal, das ist schon schlau, weil Chavez, aus dem wird man ja nicht schlau. Das stimmt. Soll ja wieder übergewichtig sein. Die Rede war von gegen Cotto, aber dass er das Mittelgewicht bringt, beziehungsweise das Gewicht, das kannst du ja vergessen. Und hat der gar nicht verdient, gegen Frotsch zu kämpfen. Ja. Und was bringt Frotsch das? Das stimmt. Ich meine, der wird jetzt De Gil verteidigen, wenn er das gewinnt, geht er ins Halbschwergewicht hoch und wird vermutlich dann nächstes Jahr gegen Bremer kämpfen, denn Bremer wird auch nochmal einen Kampf Ende des Jahres machen und dann werden dann beide so Frühjahr oder Frühsommer dann aufeinandertreffen. Also so meiner Meinung nach. Ja, gut möglich auf jeden Fall. Sonst Abraham, was denkst du, wie es mit Abraham noch weitergeht? Er hat jetzt einen WBO-Titel, wird jetzt einmal gegen Smith noch kämpfen im September. Dann ist es auch für ihn vorbei bei der ARD. Ich weiß nicht, inwiefern der an Saulander noch gebunden ist, vertraglich. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass, also ich glaube nicht, dass Arthur nochmal was alleine versucht, weil der, glaube ich, auch realistisch einschätzen kann, dass er im Herbst seiner Karriere ist und auch außerdem gutes Geld verdient hat, andere Geschäfte am Laufen hat. Der muss dann, glaube ich, gar nicht weitermachen. Aber ich denke schon, dass das mit Abraham, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, glaube Abraham gegen Stieglitz nochmal bei Sat.1, das sehe ich. Ich sehe auch Abraham gegen Sturm, ich sehe auch Sturm gegen Stieglitz. Ich glaube, in der Konstellation kriegen wir im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren noch ein paar Kämpfe.
So ein paar deutsche Duelle. Ich meine, also muss man ja sagen, Abraham Sturm war ja so ein bisschen was in kleiner Dimension wie das deutsche Mayweather-Pacquiao auch eine Zeit lang. Das wollten wir alle sehen und haben ihn nicht gekriegt. Und dann im nächsten Jahr, dann spricht wirklich nichts mehr dagegen, weil es keine diese Fernsehausrede nicht mehr gibt. Und Sturm hat kaum andere Alternativen. Hat keine. Abraham hat kaum andere Alternativen und es macht für beide Sinn. Und beide gehen da rein und haben eine echte Chance gehabt zu gewinnen. Das ist wirklich das wäre dann für mich auch so ein, ja, man muss gucken, bei welchem Gewicht die sich einigen und so und um was sie da boxen, aber es bleibt dann für mich noch ein offener Kampf. Ja, ich vermute, dass das nächstes Jahr kommen wird. Abraham gegen Sturm sowie Mayweather gegen Pacquiao. Ja, das ist durchaus beides möglich. Und ich sage nur maximal ein Matchmaking davon kommt zustande. Mein Tipp. Welches? Das ist schwer zu sagen. Ja gut, ich würde wahrscheinlich Sturm gegen Abraham als realistischer einstufen, ne, weil ja, für Abraham gehen die Tage zu Ende bezüglich des TV-Vertrages und ja, bei Sturm. Ob das da besser ist, wage ich zu bezweifeln. Also es könnte gut sein, dass da eine Möglichkeit dann besteht. Ja, aber halt auch nur, wie es der Malte schon sagt, weil halt die Optionen für... Weil die Optionen ausgehen. Ja, natürlich, klar. Das ist ganz klar, sicher. Das ist dann wahrscheinlich die einzigste Möglichkeit noch. Ich möchte es aber nicht verfluchen, dass sie vorher nicht gegeneinander gekämpft haben, weil man muss ja immer das aus Sicht des Boxers sehen. Wenn ich Boxer wäre, würde ich glaube ich auch nicht ernsthaft viel Risiko eingehen wollen. Ich meine, nein, da geht es ja natürlich ums Geld verdienen, alles. Das ist ja ganz klar. Sicherlich, aus Sicht des Boxers ist es immer eine andere Sache, als wenn man das als Fan sieht. Ne? Das ist klar, man muss immer versuchen, neutral zu bewerten. Und da hast du natürlich dann schon recht. Das ist dann ja wahrscheinlich das einzigste Szenario für die beiden Boxer gewesen, halt nicht gegeneinander zu boxen. Wobei natürlich auch mal sagen muss, hätte bestimmt auch relativ viel Geld generiert, der Kampf. Ne? Arthur gegen Sturm zu besten Zeiten, also muss man natürlich auch so sehen. Also halt ARD oder ZDF oder gleichzeitig. Ja, gut, klar, das ist eine TV-Vermarktungssache, ja, ist richtig, ja. Aber ich glaube, jetzt können sie auch noch gutes Geld damit generieren, ich glaube, das werden sie auch. Auf jeden Fall, den Kampf, denke ich, auch den sehen wir auf jeden Fall, ja. Das ist halt, wie gesagt, für beide die Chance, was groß zu machen und nochmal, beide gehen auch mit etwa gleichen Chancen rein in den Kampf, würde ich sagen. Also ich sehe jetzt keinen klaren Favoriten. Ich würde nicht sagen, Abraham macht das klar oder Sturm boxt ihn aus oder so, sondern nach dem, was beide in den letzten Jahren gezeigt haben, bleibt das ein offener Kampf. Also zu der besten Zeit dachte man ja, es bleibt ein offener Kampf, weil man so klassisch irgendwie Boxer gegen Puncher hat und jetzt bleibt es ein offener Kampf, weil beide irgendwie auch gezeigt haben, dass sie genau dass sie alles andere als unbesiegbar sind, aber trotzdem ist es eben also ja, so ein kleiner Cointoss und ich glaube eben, dass in dieser Konstellation dann Stieglitz auch noch eine Rolle spielt und die so ein Dreierding draus machen und dann immer jeder gegen jeden und querbeet und also das ist zumindest, wenn ich bei Sat.1 in verantwortlicher Position sitzen würde, würde ich das forcieren und ich glaube, dass alle Beteiligten da viel von haben. Ja, schaltet ja auch jeder ein wahrscheinlich, zumindest in Deutschland. Genau. Ja klar, wird jeder sehen. Kennt man alle und ja klar. Stimmt schon. Ich würde 10 Euro dafür zahlen. Musst du bei Sat.1 gar nicht, das ist halt die gute Nachricht. Du musst nur die Werbung und Frau Kaiser und hier, wie sie alle heißen, die musst du dir angucken. Das ist wahrscheinlich würdest du lieber 10 Euro zahlen und jemand anders sehen. Ne? Ja, das genau. Das können wir uns anregen. dann noch Christina Hame wird ihr Rematch gegen Matisse, wie es aussieht, nicht annehmen. Da wir mit Malte vorher noch nicht gesprochen haben, würde mich interessieren, auch wenn er jetzt kurz weg ist. Laden wir den nochmal kurz mit ein. Na? Malte? So. Ja, jetzt fahre ich wieder kurz weg. Ja. Kein Problem. Ja. Christina Hammer gegen Matisse wird wahrscheinlich erstmal nicht mehr stattfinden. Wie hast denn du denn den ersten Kampf gesehen? Haben wir leider mit dir noch nicht reden können. Dadurch. Ja, das stimmt. Und das ist, da ich auch tatsächlich jetzt mich mehr ins Frauenboxen reingearbeitet und gedacht habe und für die WBC jetzt auch im Frauenboxen aktiv bin, muss ich mich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Ja, also für mich war es irgendwie genau so eine Farce wie für jeden anderen. Also das Foul in der Situation geht von Hammer aus und auf keinen Fall von Matisse. Die Hammer klemmt nämlich den Arm ein. Und ja, das, ich meine, ich muss jetzt nicht noch weiter auf Manfred Küchler einschlagen. Ich glaube, der hat genug abbekommen, aber das geht natürlich nicht. Also irgendwie, das war schon eine der skurrilsten und absurdesten Szenen, Entscheidungen. Wir können
Leider muss ich sagen, wir können froh sein, dass das nicht mehr Öffentlichkeit bekommen hat, weil das Boxen ad absurdum führt, einfach so ein Quatsch. Also ich meine, da haben wir drüber gelacht, ne? Wenn man in Deutschland jemanden K.O. schlägt und disqualifiziert, aber so ist es dann und das ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Also war schon eine bittere Aktion. Und das kann man auch nicht rechtfertigen oder schönreden in irgendeiner Form. Nee, ja, vor allem musst du das aus der Sicht von Matisse sehen. Du gehst dann, knockst sie aus, wobei die Hammer ja echt kein schlechter ist, also das darf man nicht vergessen. Und dann wirst du einfach um deinen Lohn gebracht. Ja, genau. Also und wie gesagt, die ganze Situation war ja so seltsam, weil nochmal, wenn der Küchler rechtzeitig dazwischen geht, dieses Arm einklemmen einfach unterbindet, dann passiert ja auch nichts. Also dann taumelt die Hammer, dann wird es spannend, wie es weitergeht. Also das hätte ich auch gerne gesehen. Es wurden ja auch die Zuschauer darum gebracht zu sehen, wie es weitergegangen wäre, wenn der Kampf normal weitergelaufen wäre. Aber so ist natürlich einfach dann ein klarer Knock und ja, das dann als die Cue zu werden, das war schon sehr, sehr hart. Also ich bin eigentlich froh darüber, dass das nicht in einem noch größer beachteten Kampf passiert ist, weil es dann noch mehr skandalisiert worden wäre, und das vollkommen zu Recht. Ja, Rematch wird erstmal keins stattfinden. Warum, wird man schon wissen. Naja, ja. Aber wie gesagt, im Frauenboxen jetzt, also ich bin für die WBC auch fürs Frauenboxen mitverantwortlich oder in verantwortlicher Position. Wir haben jetzt im September die erste reine Frauenbox-Convention. Haben wir eine Woche in Cancun und ich bin sehr froh, dass Raja Amashi und auch das Team von Dog Event Boxing, Oliver Halb, mit rüberfliegen und dass auch Niki Adler mit rüberfliegen wird, weil die WBC-Weltmeisterin ist. Und wir wollen versuchen, also das Frauenboxen auch weiter zu stärken in Deutschland. Also das als Aufruf an der Stelle, alle Frauen da draußen, die sich nicht genügend gewürdigt fühlen, einfach bitte melden. Ja. Wo findet es statt? In? Die Convention ist in Cancun, in Mexiko. Ah, okay. Alles klar. Ja. Cancun, Ende September kann man auch ganz gut nochmal machen. Also, das ist schön warm. Schön im Golf von Mexiko. Das ist sehr nett, ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Imano Jan, habt ihr sonst noch irgendwas, wo wir noch nicht besprochen haben? Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Nichts mehr ein, dann werfe ich noch ein Thema kurz in den Raum. Malde Golovkin macht weiter, wo er aufgehört hat letztes Mal. Knockt den Gi kurzründig weg. Und jetzt gegen Rubio. Er wird immer populärer in den USA und ich denke, ja, das hat er sich auch mittlerweile wirklich regelrecht verdient. Ja. Ein größerer Kampf. Ja. Da habe ich jetzt doch noch eine Frage zu dem Thema an Malte, weil es ist ja jetzt so, dass dieser Kampf irgendwie ein Titelentscheidungskampf für den Kampf gegen den WBC-Weltmeister Cotto sein wird. Und das ist ja doch was außergewöhnlich, dass man zu so einer Situation. Golovkin ist ja selbst Weltmeister von einer anderen Organisation und normalerweise wird das ja nicht in so einer Form gemacht, sondern ein Vereinigungskampf wird von den Kämpfern in irgendeiner Form gesucht, klassischerweise. Und dann erst ermöglicht. Genau, also die Konstellation kommt natürlich dadurch zustande, dass Marco Antonio Rubio diesen Interimstitel der WBC hält, damit eigentlich gegen Cotto boxen müsste. Ich meine, die Konstellation jetzt mit Golovkin, der dazwischen kommt, eigentlich hilft die natürlich allen Beteiligten. Denn jetzt stell dir mal vor, Rubio schlägt den Golovkin, dann ist er natürlich für Cotto plötzlich interessant. Cotto gegen Rubio im Moment ist nicht der größte Kampf, den Cotto machen kann, deswegen wird er ihn nicht machen. Aber der Sieger aus Golovkin gegen Rubio, der hat natürlich ein Standing, das dann für Cotto auf jeden Fall auch so interessant ist, dass es ein riesen Pay-Per-View gibt. Insofern macht das jetzt von Verbandsseite vielleicht nicht so viel Sinn, aber von der wirtschaftlichen und generell boxpolitischen Seite schon sehr viel. Ich weiß nicht, ob Cotto sich dann wirklich mit Golovkin hinstellt, wenn, wie
wir, glaube ich, alle glauben, Golovkin auch Rubio geschlagen hat. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich ein Kampf, der so groß ist, dass Amerika ihn fordern wird, und dann kriegen wir ihn vielleicht auch zu sehen. Das wäre natürlich super für Golovkin und wahrscheinlich nicht ganz so gut für Cotto, aber der Cotto, weiß man auch, der geht auch keinem Kampf aus dem Weg und keine Herausforderung aus dem Weg. Von daher ist das, denke ich, vor dem Hintergrund zu sehen, dass es wirklich für alle Beteiligten, und da schließe ich jetzt sowohl die Weltverbände als auch die Fernsehsender mit einem, am meisten Sinn macht, den Kampf so anzuteasern und so einen Gegner für Cotto zu produzieren. Also ja. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig gut, dass das passiert. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass es jemals schon sowas gegeben hätte. Weil normalerweise ist ja, wenn ein Kämpfer aus einer Rangliste mit einem Weltmeister aus einer anderen Rangliste kämpft, dann ist der erstmal nicht mehr in der Rangliste geführt in der Regel. Genau, aber wie gesagt, also Rubio gilt ja schon als WBC-Weltmeister. Das eben, das, also die Konstellation ist halt blöd. Ach weil, so, weil ja, jetzt verstehe ich es. Dann ja, kann ich es nachvollziehen. Cotto ist WBC-Weltmeister, aber Rubio ist Interims-Weltmeister. Und damit steht Rubio eben quasi auch oberhalb der Rangliste sozusagen, und das ist quasi schon eine Titelvereinigung, nur halt eine kleine Titelvereinigung, weil es eben nur um einen Interimstitel von der WBC mitgeht. Und dann muss man natürlich das Interesse haben, vom Weltverband aus auch die Titel so weit zu vereinigen, dass es eben nicht zwei Weltmeister derselben Organisation und so weiter gibt. Zudem ist es natürlich so, dass auch generell das Bestreben ja dahin geht, und das ist ja der Grund dafür, dass es diese Meetings der Weltverbände untereinander gibt, das Bestreben geht ja schon dahin, mehr Vereinigungskämpfe zu machen, mehr Vereinigungskämpfe zuzulassen, um eben wirklich herauszufinden, wer ist denn der beste Boxer in jeder Gewichtsklasse. Und vor dem Hintergrund muss man solche Kämpfe eben auch sehen und diesen Weg jetzt auch sehen. Die Weltverbände, zumindest WBA, WBC und IBF, haben das Bestreben, wirklich die besten Boxer zu suchen und diese auch gegeneinander in den Ring zu schicken, weil einfach alle eingesehen haben mittlerweile, dass man das Publikum verliert, wenn man einfach zu viele Titel nebeneinander laufen lässt. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Auf der anderen Seite, ich meine, im Schwergewicht sehen wir natürlich irgendwie dann das genaue Gegenteil bei der WBA zum Beispiel, wo jetzt Luis Ortiz gegen Latif Coyote noch eine Interims-WM boxt, obwohl Chagayev gerade gegen Oquendo, der ein regulärer Weltmeister geworden ist. Also da werden plötzlich wieder noch mehr Titel aufgemacht sozusagen, das ist die gegenteilige Entwicklung. Aber im Grunde soll es dahin gehen, wirklich einen Weltmeister zu haben und zu wissen, okay, das ist der Stärkste. Das ist noch von allen Verbänden anerkannt. Und dann werden die Titel dann irgendwann alle abgeschafft, oder wie? Nee, aber die Titel, also das ist dann natürlich die Frage, wie es dann im nächsten Schritt quasi von der Kommunikation her weitergeht. Die Titel werden dann eher sowas wie wie so Pflichtherausfordererposition, wenn du so willst. Also der eine, von dem alle wissen, dass er der Stärkste ist, der boxt dann gegen die Weltmeister der Verbände, die es immer noch geben kann. Aber die kann er dann quasi abarbeiten sozusagen. Aber da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das ist ja ein Projekt, dieses Zusammentreffen der Verbände ist ein Projekt, das relativ jung ist und das von Maurizio Sulaiman angeschoben wurde. Ich hoffe, dass sich das eben, dass irgendwann sich so rauskristallisiert, dass alle sich einig sind und sagen, ja, das ist der stärkste Boxer der Gewichtsklasse und das sind eben die danach kommen und die jetzt die Möglichkeit haben sollten, dann gegen ihn zu boxen. Und dafür kann es ja gut verschiedene Ranglisten geben, da braucht man nicht eine Rangliste, aber ja, die Verbände wollen natürlich nicht sich selber aufgeben, sondern wollen schon ihre Eigenständigkeit bewahren, aber wollen enger zusammenarbeiten und ich glaube, das ist gut für den Sport im Ganzen. Und das ist eine einheitliche Politik fährt und auch irgendwie ein einheitliches Auftreten nach außen. Gut. Ich habe in dem Rahmen von diesen Treffen jetzt auch irgendwas gehört, dass es in Richtung Videobeweis jetzt gehen soll. Ja, nicht nur in Richtung, sondern es gibt tatsächlich schon einen Videobeweis, der von der WBC schon seit einigen Jahren praktiziert und probiert wird. In Mexiko zum Beispiel ist das schon Standard. In den USA wird es eben von den lokalen Kommissionen noch nicht anerkannt. Okay. Aber es gibt ja schon Beispiele aus Kämpfen in Mexiko, wo das eben geholfen hat. Das ist einfach, da geht es nur darum, strittige Entscheidungen, dass man sie sich nochmal angucken kann. Das heißt,
wenn ein Boxer einen Cut hat und er behauptet, dass er aus dem Kopfstoß resultiert, aber der Ringrichter sagt im ersten Moment, nee, war Schlagwirkung, dann kann eben diese Kommission, die über dem Monitor sitzt, sagen, nein, tatsächlich war es ein Kopfstoß. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf den weiteren Kampfverlauf, wenn durch diese Cut-Verletzung es zu Abbruch kommt. Denn das sind ja die Regeln, die auch von allen Weltverbänden mittlerweile anerkannt werden. Wenn jemand einen Foul begeht und der Kampf auch in einer späteren Runde aufgrund dieses Fouls abgebrochen werden muss, kann derjenige, der das Foul begangen hat, wenn es als absichtliches Foul ausgelegt wird, den Kampf nicht gewinnen. Das heißt, wenn dann quasi ausgepunktet wird, nehmen wir mal das Beispiel, jemand hat einen Cut, der resultiert aus einem Kopfstoß oder einem Ellbogenschlag, und drei Runden später muss der Kampf abgebrochen werden, dann wird normalerweise ausgepunktet. Aber wenn dann der Boxer in Führung liegt auf den Punktzetteln, der das Foul begangen hat, dann wird es als Technical Draw gewertet, den Kampf. Das heißt also, derjenige, der einen Foul begeht, der kann einen Kampf eigentlich nicht mehr gewinnen, wenn dieses Foul zum Abbruch führt. Und dafür ist natürlich so ein Videobeweis dann wichtig, weil man einfach dann entscheiden kann, viel besser entscheiden kann, wurde wirklich gefoult oder wurde nicht gefoult. Und da gibt es natürlich dann einige Boxer, und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht auch Boxer, die am letzten Wochenende aktiv waren, die durchaus Probleme bekommen können, wenn mehr Videobeweise hinzugefügt werden. Also, naja, man muss dann schon aufpassen, was unsere Reaktion angeht. Ja, ist schon besser. Ich meine, vor allem im Boxbereich gibt es schon, jetzt da verbesserungswürdige. Und tatsächlich muss man auch sagen, also Hammer gegen Matisse wäre nicht passiert mit Videobeweis. Ganz einfaches aktuelles Beispiel, das Fehlurteil hätte es so nicht gegeben. Ja, und ich glaube, das wäre auch ganz gut gewesen, wenn es das nicht gegeben hätte. Genau. Also ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Es ist nur halt schwierig, sich vorzustellen, wie das wirklich praktisch aussieht, weil wer entscheidet, ob jetzt auf das Video zurückgegriffen wird und sowas. Ja, da gibt es aber, also da gibt es dann eben die, also das wird halt schon im Feldversuch in Mexiko gemacht, und da gibt es eben schon Beispiele, wie das dann eben auch abläuft. Das heißt, da sitzt dann der Supervisor vom Verband, der Supervisor von der lokalen Kommission und noch ein Dritter, der irgendwie vorher benannt wird, die sitzen an ihrem Tisch so nebeneinander und haben einfach Monitor da, und die können dann in den Rundenpausen mal sagen, wir gucken uns die Szene jetzt nochmal an und sagen dann dem Ringrichter, pass auf, so und so und so ist es. Und der Ringrichter ist ja der eigentlich die einzige Entscheidung hat und die Entscheidungshoheit im Ring, aber der muss dann natürlich auch das annehmen, was ihm diese Kommission entsprechend sagt und auf den Weg gibt. Aber das sind halt im Vorschlag zu dieser Regel drei Personen, eben die beiden Supervisor, die sowieso vor Ort sein müssen, plus eben noch ein Dritter, der vorher benannt wird, und die sind dann, sollen sich mit dem Ringrichter entsprechend abstimmen. Dann ist das so, wird das schon gehandhabt, und es gibt halt schon Beispiele aus Mexiko, wo man sieht, in welchen Situationen das wirklich hilfreich sein kann, weil du vielfach, also gerade bei Cuts, die entstehen, ist es eben wahnsinnig schwer zu sehen, aus welcher Situation kam der jetzt. Du siehst, irgendwann blutet einer und keiner weiß genau warum. Und dann kannst du nochmal hin und her schatteln, kannst gucken und siehst dann genau, aha, guck mal hier, das ist doch der Ellenbogen. Und ja, dann wird es natürlich dem Übeltäter entsprechend negativ ausgelegt und angelastet. Ja. Und das vollkommen zu Recht. Ja. Ja. Nichts hinzuzufügen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte damals mit Hopkins, als die beide so komisch umgefallen sind, da gab es ja auch Diskussionen um das Urteil und so, und da wusste man ja auch nicht genau, was war. Ich glaube, das war einer ein so ein Stein des Anstoßes dafür zu sagen, wir müssen dann aber die Möglichkeit haben, uns die Aufstellung nochmal anzugucken und die Zeitlupe anzugucken und dann zu entscheiden. Ja, ich finde es auch eine gute Entwicklung, und das ist auch eine Sache, die zu einer Professionalisierung hier nochmal beiträgt. Genau, also das glaube ich auch, und man darf ja auch nicht, muss auch nicht jetzt denken, dass deswegen plötzlich Kämpfe dauernd unterbrochen werden oder keine Ahnung wie, also darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass das braucht man halt nur in Extremsituationen, das braucht man in Ausnahmesituationen, aber dann kann es wirklich hilfreich sein. Und das muss dann richtig eingesetzt werden, dafür müssen die Leute richtig geschult werden und so weiter, aber wenn es richtig gemacht wird, dann ist es, glaube ich, wirklich eine Hilfe. Ja. Eine weitere Regelinnovation der WBC. Ich könnte jetzt nochmal runterbeten, wie es bei jeder Convention gemacht wird, was die WBC alles Gutes fürs Boxen getan hat, aber ja.
Ich glaube, das machen wir dann, wenn es zur nächsten Convention geht und du nochmal den Nachbericht bringst. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja, sonst gibt es eigentlich im deutschen Boxraum auch nicht mehr irgendwelche großen Neuigkeiten. Ja, zurzeit ist es eigentlich still. Leider. Jetzt verlieren wir dann Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder schlecht finden soll. Mit ARD dann halt echt nochmal ein TV-Partner. Ich meine, Universum war damals halt auch selber schuld, mit denen die Frauenboxkämpfe am Schluss. Nichts gegen Frauenboxen, aber dadurch sind sie halt gegen die Wand gefahren, dass sie das eigentlich nur noch gebracht haben. Man muss bedenken, Cordelny gegen Maidana war auf der Undercard von Kentigern. Ja. Und Golovkin. Ja. Unglaublich. Ja, ich finde es irgendwie traurig, weil irgendwann gibt es in Deutschland nichts mehr. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ja, so. Ja, aber wer will, du musst ja einen, sagen wir mal so, du brauchst ja eine Plattform, wo du einen aufbauen kannst. Und um einen aufzubauen, brauchst du Geld. Und Sat.1 oder die Privaten werden sowas auf jeden Fall nicht unterstützen. Und wer soll da denn noch nachkommen, wenn Buch, Sturm, Abraham weg sind und die Klitschkos, dann haben wir ein Problem. Nein, ich glaube, das siehst du zu schwarz. Ich glaube, das ist so wie die normale Konjunkturkurve. Es geht eben mal bergauf, dann geht es wieder bergab. Man darf nicht vergessen, dass das ZDF und die ARD, die waren ja auch nicht immer schon da. Also Sauerland hat mit Maske, Schulz und Maybrüdern bei RTL losgelegt und kam dann zur ARD rüber. Universum war erst bei Premiere Konkurrent zu RTL und zu Sauerland und kam dann zum ZDF. Das heißt, die kamen nicht von einer langen, langen Boxtradition, sondern die wurden eben dann durch das Produkt überzeugt. Und jetzt ist eben eine Phase, wo es erstmal Sinn macht, auch irgendwie auszusteigen. Man merkt ja auch, das ZDF vermisst das Boxen gar nicht so richtig, weil irgendwie ist dann ein anderen Sport, der passt. Aber ich glaube zum einen, wir haben deutsche Talente, ich habe es vorhin schon gesagt, so ja. Die Köllings und Zeuges, das sind alles aussichtsreiche Jungs, die wirklich sympathisch sind, die gutes Auftreten haben. Auch, ich meine, auch unseren Freund Vincent Feigenbutz mit 18 Jahren, das sind alles Jungs, die können uns in den nächsten 10 Jahren viel Freude bereiten. Und ich glaube, dass Sat.1 die Möglichkeit hat, da Geld in die Hand zu nehmen, Geld reinzustecken. Und ich glaube, vor allem, dass unsere Freunde von RTL nicht sagen werden, wenn Wladimir Klitschko zurückgetreten ist, okay, ich verzichte jetzt auf diese 10 Millionen plus an Zuschauern, die Boxabende machen, sondern ich glaube, dass RTL auch weitermachen wird und dann mit einem neuen Konzept kommen wird. Und die werden sich eventuell wieder einen raussuchen oder zwei raussuchen, wie es bei den Klitschkos war oder wie es vorher war. Es kann aber auch sein, dass die einfach mit einem eigenen anderen Konzept an den Markt gehen. Und dann kann es ja auch noch sein, dass andere Player wieder ins Spiel kommen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Sky schon seit langer Zeit an einem Boxkonzept arbeitet und das auch mit gutem Grund. Also das Boxen funktioniert ja im Fernsehen und Boxen ist beliebt, hat Akzeptanz beim Publikum auch, weil es so ein einfacher Sport ist und das wird sich auch nicht ändern. Also das Boxen kann eben jeder nachvollziehen. Da stehen zwei, ziehen sich Handschuhe über und hauen sich ins Gesicht, das ist jetzt nicht schwer. Und insofern, ja, jeder kann sich irgendwie reindenken und versteht, was da passiert und das verschwindet halt nicht. Insofern kommt das alles auch wieder und das wird so ein kleines Tal durchschreiten. Das ist, denke ich, ganz normal, aber es wird da Entwicklungen geben, die auch wieder in die andere Richtung gehen. Und es gibt ja auch einen Akteure, die neu ins Spiel kommen. Also wenn man das jetzt verfolgt, also Hagen Döring wird zum Beispiel nicht verschwinden aus dem Boxen, auch wenn er von Sauerland weg ist, sondern der wird jetzt schon in Verbindung gebracht zu dieser neuen Z-Promotion, die Erkan Tepa und Timo Schwarzkopf unter Vertrag hat. Die da, wo er der Maske irgendwie involviert ist. Ne? Involviert sein soll als Berater, so ein bisschen. Also es gibt ja da schon noch Akteure und Player, die auf jeden Fall Interesse daran haben, was zu machen. Und die kommen auch von außen, das ist vielleicht auch ganz gut, dass sich so ein Selbstreinigungsprozess mal stattfindet. Dass nicht nur dieselben Köpfe es immer machen, dass sie jetzt nicht so im Kreis dreht und das nicht so ein böse gesagt inzestiösen Charakter bekommt, sondern dass da auch mal von außen frisches Blut reinkommt und frische Köpfe reinkommen. Ich glaube, das kann auch helfen. Ja, und insofern glaube ich nicht, dass das Boxen in Deutschland stirbt, nur weil wir jetzt in einer Phase sind, in der es mal nicht so rund läuft. Entschuldigung, das war gerade mein Computer. Ja. Nee, jetzt. Ja, denkst du dann, wird es vielleicht
auf Stream-Ebene. Das haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Natürlich ja, ist das noch eine zusätzliche. Weil die Generation oder beziehungsweise heutzutage ist es ja einfach so, dass du online wesentlich mehr machen kannst oder mehr Möglichkeiten natürlich auch sich anbieten für den. Natürlich, natürlich. Da jetzt die ARD weg ist und diesbezüglich stehen die Chancen jetzt natürlich besser, das so zu verpacken. Ja klar, dass das Konsumverhalten der Menschen ändert sich ja auch so stark und die jüngere Generation, die verfolgt schon alles nur noch online. Und auch da werden neue Anbieter kommen. Also ich meine, man kann es ja auch in anderen Bereichen sehen. Zum Beispiel schwingt sowas, was Budgets angeht, in den USA, in der Unterhaltungsbranche, alles vom Kino in Richtung Serien, weil dann irgendwie große Anbieter wie Netflix einfach Geld in die Hand nehmen und sich die Topstars einkaufen, um eine riesen Serienproduktion zu machen. Und solche Anbieter, die einfach von online kommen, aber dann über online halt auch den Fernseher und die webfähigen Fernseher vereinnahmen wollen sozusagen, das wird es auch im Sportbereich geben. Das gibt es halt in anderen Unterhaltungsbereichen schon und im Sportbereich wird das auch kommen und wird auch wichtiger werden. Das heißt, Leute werden online viel mehr konsumieren und da kommen dann zwangsläufig neue Anbieter ins Spiel, von denen wir heute noch gar nichts haben. Oder eben die wir schon kennen, weil sie 365 heißen und weil sie schon mal was probiert haben. Das kann auch sein. Mal schauen. Aber ich glaube schon, dass da auf jeden Fall einiges gehen wird. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Haben wir genug besprochen für heute. Malte, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank. Danke auch. Gerne. Ja, danke auch an den Jan und den Imano, selbstverständlich. Und danke fürs Zuhören. Wir sind nach wie vor auf YouTube erreichbar, auch auf unserer Homepage boxpodcast.de als Download und auch im Player hörbar, dann auch auf iTunes und im RSS-Feed für Android-Phones. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Tschüss.